Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Brennweite, dem Infomagazin der FH Wien. Bei uns dreht sich heute alles um die Hotspots der Stadt. Wir waren am Praterstern, wo das neue Alkoholverbot für hitzige Debatten sorgt, haben beim Underground Wrestling mitgefiebert und die Wiener gefragt, an welchen Orten es für sie heiß hergeht. Hotspot Praterstern. Dort gilt seit Ende April ein striktes Alkoholverbot. Dadurch soll die Sicherheit vor Ort gestärkt und der Alkoholkonsum eingeschränkt werden. Wir waren am letzten Tag vor dem Verbot noch einmal vor Ort. Wir würden uns alle da vor dem Eingang zum Praterstern positionieren und ein riesen Gruppenfoto mit alle machen. Ja, alle hier hoch! Wir sind hier am Hotspot Praterstern. Heute ist der letzte Tag, bevor das Alkoholverbot offiziell in Kraft tritt. Vor einigen Tagen haben sich deshalb auf Facebook sehr viele Menschen zusammengetan, um den letzten Tag Saufen am Praterstern zu feiern. Die fast 4000 interessierten Facebook-Nutzer sind zwar nicht erschienen, aber trotzdem waren einige da, um ein letztes Bier am Praterstern aufzumachen. Denn ab morgen drohen hier 70 bis 700 Euro Strafe, wenn man mit Alkohol erwischt wird. Es ist das erste Mal, dass ein solches Verbot an einem öffentlichen Platz in Wien in Kraft tritt. Was denkst du über das Alkoholverbot jetzt hier am Praterstern? Das wird sich nichts ändern, finde ich. Das wird von einem Platz zum nächsten geschoben und aus den Augen, aus dem Sinn ist nicht die Lösung. Es wird sich genau verschieben, so schweren Platz halt als nächstes wahrscheinlich. Das ist jetzt die Problematik nicht weg, das ist wie Drogen, das ist so, es sucht sich was Neues. Aber es ist sicher so, dass manche Menschen hier noch vom subjektiven Sicherheitsgefühl her vielleicht Angst haben. Dann sollte man natürlich noch mehr investieren, um ja dieses wiederherzustellen. Aber nicht vielleicht durch Verbote, sondern durch einfach Hilfe. Der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig sieht das anders. Er erhofft sich durch die Einführung ein stärkeres Sicherheitsgefühl am Praterstern. Laut Polizei Wien musste beispielsweise in vielen Fällen eingeschritten werden, bei denen es alkoholbedingt zu Ordnungsstörungen oder Körperverletzungen gekommen sei. Das zeigt, dass man beim Alkoholkonsum ansetzen muss, meint der Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl. Nach 2 Wochen sind wir zurück am Praterstern. Das sogenannte Problem ist zwar jetzt nicht mehr sichtbar, aber ob es deshalb nicht mehr existiert, ist zu bezweifeln. Die Polizei Wien wird Ende Mai ein Statement veröffentlichen und Fazit ziehen, was dieses Alkoholverbot wirklich gebracht hat. Überall verboten ist hingegen der Konsum von Marihuana. Ein Schlupfloch bietet zum Beispiel sogenanntes CBD-Gras, das in Österreich legal gekauft werden kann. Dabei werden alle gesetzlichen Möglichkeiten ausgereizt. Samen und nicht THC-hältigen Blättern der zur Gattung Cannabis sativa gehörenden Pflanzen ist nach dem österreichischen Suchtmittelgesetz nicht verboten. Wir sind heute bei Magu, dem Hotspot für legales Gras in Wien. Lass uns mehr herausfinden. Das hat sich Sophie Sagenmeister, Besitzerin des Magu-Shop in Wien, zum Anlass genommen, um hier legales Cannabidiol, kurz CBD, anzubieten. Ich habe CBD vor einiger Zeit kennengelernt und habe gemerkt, wie wertvoll diese Substanz sein kann. Und wir haben uns dann gedacht, warum gibt es eigentlich keinen Shop in Österreich, der das verkauft? Weil ich möchte sowas nicht im Internet kaufen, ich möchte sowas nicht in irgendeinem dunklen, dampfigen Loch kaufen. Cannabis enthält oft mehr Tetrahydrocannabinol, kurz THC, als CBD. Selektive Züchtungstechniken ermöglichen es aber inzwischen, dass Sorten, so wie jene, die hier verkauft werden, mit hohem CBD-Gehalt und wenig bis kaum vorhandenem THC gezüchtet werden und somit legal erwerbbar sind. Sollte auch der Kauf von Cannabis legalisiert werden? Sollte sich Österreich eine Legalisierung von Cannabis überlegen, würden wir uns eine fortschrittlichere Lösung als beispielsweise in Kalifornien wünschen. 2 Sachen sind dafür für uns ganz, ganz wichtig. Und zwar einerseits Aufklärung und Information und andererseits eine Lösung angelegt an die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Anders als THC macht CBD nicht high, da es nur ein ganz schwach psychoaktives Cannabinoid ist und in der Alternativmedizin mehr als schmerzlinderndes Entspannungsmittel wirken soll. In der Suchtprophylaxe ist man dennoch vorsichtig. Zwar bewirkt CBD keinen Rauschzustand, doch die Langzeitwirkungen sind noch kaum erforscht. Die Schweizer Suchtstiftung Sucht Schweiz betont dabei, dass es zumindest mit Tabak gleichzusetzen ist. Das als Nahrungsergänzungsmittel geführte Cannabis lockt auch internationale Kunden in den österreichischen Shop. Ich habe diesen Shop im Internet gefunden und kam her, weil ich gehört hatte, dass es hier Gras legal zu erwerben gäbe. Verwenden wollte ich das Produkt zu Entspannungs- und Erholungszwecken. Derzeit ist in Sachen CBD noch vieles im Unklaren. Es gibt aber intensive Forschungen auf dem Gebiet der Medizin.
Doch was bedeutet dies für den Konsum abseits ärztlicher Verschreibungen? Hier gestaltet es sich ähnlich wie bei rezeptfreien Medikamenten. Wer welches Produkt in welcher Qualität und Dosierung zu sich nimmt, liegt in der Verantwortung des Konsumenten. Bei unserem nächsten Beitrag dreht sich alles um das körperliche Wohlbefinden. Radfahren hält gesund, schont die Umwelt und spart Geld. Nur leider gibt es speziell in Wien nach wie vor Gefahren-Hotspots, an denen es für Radfahrer zu brenzligen Situationen kommen kann. Wir haben uns einen dieser Hotspots genauer angeschaut. Dienstagabend. Der stärkste Berufsverkehr am Julius-Radplatz ist vorbei. Dennoch drängen hier tausende Menschen durch Straßen, Gehsteige und Radwege. Vor allem für Radfahrer ist diese Kreuzung vor der Urania eine tägliche Herausforderung. Seit Jahren gilt der Julius-Radplatz sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer als einer der größten Gefahren-Hotspots in Wien. Wir wollen wissen, warum. Weil die Radfahrer und die Fußgänger noch viel zu wenig Zeit haben zum Drübergehen und die Autos stundenlang fahren können, zumindest gefühlt. Und weil es zu wenig Platz gibt. Ich meine, wenn da viele Leute in der Früh da sind, dann ist es bummvoll da, der Platz. Also es ist wesentlich optimierungsfähig. Noch in diesem Jahr will die Stadt Wien den Bereich des Hotspots Urania entschärfen. Auf Nachfrage, was geplant sei und warum bisher doch nichts geschehen ist, haben wir leider keine Antwort erhalten. Wir haben aber bei der Radlobby Wien erfahren, warum genau es am Julius-Radplatz immer wieder zu brenzligen Situationen kommt. Es ist ein großes Kreuzungsplateau mit ausreichend Platz, derzeit halt falsch verteilt. Wir haben dort 3-4 Streifen entlang vom Donaukanal für den motorisierten Verkehr. Der Radverkehr wird im Mischverkehr mit Fußgängern abgewickelt, was regelmäßig zu Konflikten führt. Auch auf der Brücke ist der Großteil der Fläche für den motorisierten Verkehr reserviert und nur ganz schmale Radstreifen auf den Gehsteigen markiert. Radfahren wird immer beliebter. Der jahrelange Einsatz der Radlobby Wien, um den städtischen Radverkehr attraktiver zu machen, hat sich gelohnt. Radfahren wird in Österreich immer sicherer. Mhm. Ich habe jetzt die Zahlen für Österreich im Kopf. Wir haben in den letzten 20 Jahren 130% Radverkehrssteigerung, also mehr als verdoppelt, während die Unfallzahlen um 20% zugenommen haben. Generell lebt man als Radfahrender oder als Mensch, der das Rad nutzt, sicher. Man lebt gesund, weil man die Gesundheitsvorteile hat und man lebt ökonomisch. 30 Euro pro Einwohner werden jährlich in den Niederlanden in den Radverkehr investiert. In Wien sind es 1 bis 3 Euro. Da ist wohl noch Luft nach oben. Der Wrestling-Sport, auch Catchen genannt, genoss einst in Wien mit gut besuchten Schaukämpfen am Heumarkt enorme Popularität. Ein lokaler Wrestling-Verband versucht mit regelmäßigen Veranstaltungen in Wien Otterkring an den Glanz vergangener Jahre anzuknüpfen. Und das mit Erfolg, wie die stetig wachsende Fanbase zeigt. Brutale Facebuster, akrobatische Slams und schmerzvolle Haltegriffe sind alles Show-Elemente des World Underground Wrestlings. Was in den USA vor Stadionkulissen und Pay-TV ausgetragen wird, findet hier im Kellergewölbe eines Lokals in Wien Otterkring statt. Gerhard Radin, einst selbst World Heavyweight Champion unter dem Namen Humongous, ist Organisator, Promoter und Kommentator des aktionsgeladenen Events. Er ist verantwortlich für die steigende Popularität der Veranstaltung und hat seine eigene aktive Wrestling-Karriere dafür ein wenig zurückgeschraubt. Ich bin jetzt schon in einem Alter, ich versuche meine Kämpfe so wenig wie möglich Kämpfe im Jahr zu machen und auch diese dann auch so kurz wie möglich zu halten. Das Alter fordert seinen Tribut. Wrestling ist leider anstrengend und man tut Aua. Mirko Panic, im Hauptberuf Briefzusteller bei der Post, ist Publikumsliebling und Hauptprotagonist des heutigen Titelkampfes. Und wie bist du zu diesem Charakter? Warst du immer schon der Jugo, der Mirko? Ist dieser Charakter erst über die Jahre gewachsen oder lag das irgendwie auf der Hand? Wie ich dann halt zum Jugo gekommen bin, das ist halt mit der Zeit passiert. Weil man entwickelt einen Charakter mit der Zeit. Man kann nicht sagen, okay, jetzt bist du der und du bist jetzt der. Wir lieben den Jugo, man hat es gemerkt. Ja, ich bin zum ersten Mal da, aber ich bin einfach gleich angesteckt worden von der Jugo-Power. Wrestling lebt von seiner überzogenen Theatralik. Ein Schaukampf, der zuweilen bis an die Schmerzgrenzen geht. Nicht jedermann schätzt die orchestrierten Duelle. Die Zuschauer vor Ort sind von der heutigen Vorstellung allerdings begeistert. Wir kommen als ein Niemand, geblieben als König. Wir gehen als Legende.
und vergöttert wird er wie ein Gott. Jugo, Jugo, Jugo. Dusch! Weit weniger gewalttätig geht es in unserem nächsten Beitrag zu. Obwohl auch hier stehen Kämpfe im Vordergrund. Jedoch duellieren sich digitale Monster. Vor 2 Jahren sorgte Pokémon Go für Furore und wurde binnen kürzester Zeit zum erfolgreichsten Smartphone-Spiel aller Zeiten. Doch was ist vom Hype geblieben? Ein Hotspot der Community war der Stadtpark. Wir sind dort noch auf einige leidenschaftliche Pokémon-Trainer gestoßen. Der Wiener Stadtpark kreucht und fleucht so einiges. Offline, aber auch digital. Die Gegend ist immer noch beliebt bei Pokémon Go-Spielern, die im Augmented Reality-Spiel virtuelle Monster fangen wollen, die meist nach Zufallsprinzip auftauchen. Einmal geschnappt, können die Spieler ihre Pokémon hochleveln und gegen die Konkurrenz antreten lassen. Aber warum ist eigentlich genau hier, im Stadtpark, ein Hotspot für die Wiener Community? Ja, weil es der Hotspot in Wien ist, im Zentrum und einfach perfekt für jeden. Es sind viele Pokestops da in der Umgebung. Es sind auch immer Lockmodule aktiv, sprich die halten 30 Minuten. Ne, und dann kommen halt vermehrt Pokémon, die man dann halt fangen kann. Man hat gesehen, dass im Stadtpark auf jeder Wiese, jeder Fleck bis jetzt war von den Menschen, die haben gespielt. Und jetzt nichts mehr, oder weniger. Vor 2 Jahren, am Höhepunkt des Pokémon Go-Hypes, herrschte hier Ausnahmezustand. Im August 2016 trafen sich bei einem Event tausende Spieler gleichzeitig im Stadtpark. Tage davor wurde das Johann-Strauß-Denkmal mit Pokémon Go-Graffiti besprüht. Heute sind die normalen Parkbesucher wieder klar in der Mehrheit. Das Verhältnis zwischen ihnen und den Pokémon Go-Spielern ist entspannt. Ja, die bekommen das heutzutage nicht mehr so mit. Am Anfang schon, weil da halt vermehrt die Leute so aufs Handy geschaut haben, aber mittlerweile hat jeder ein Smartphone und wenn man sich so umschaut, es schauen alle aufs Handy, ob sie jetzt irgendwas lesen, YouTube schauen oder also mittlerweile nicht mehr. Früher haben sie schlecht reagiert, die Autofahrer zumindest, aber wenn man eben über die Straße gegangen ist und nicht links, rechts geschaut hat, hat man schon ab und zu mal wem hupen gehört. Ja. Auch wenn die Zahl der Pokémon Go-Spieler trotz vieler neuer Updates langsam aber kontinuierlich sinkt, werden wohl noch lange Menschen im Stadtpark digitale Monster jagen. It's a me, Mario. 4,5 Millionen Menschen in Österreich spielen Videospiele. Wer an das alte Klischee des daheimsitzenden Jugendlichen ohne soziale Kontakte glaubt, der irrt. Denn viele treffen sich etwa in Electronic Sports Bars. Wir waren zu Besuch. Die E-Sport-Szene in Österreich boomt. Wirtschaft, Gastronomie, aber auch die Politik haben das mittlerweile erkannt. Patrick Tondl hat im Juni 2016 mit dem Respawn die erste E-Sports-Bar Österreichs eröffnet. Ich habe in Frankreich studiert und dort war ich regelmäßig in einer E-Sports-Bar und bin dann wieder zurückgekommen nach Wien. Bevor ich überhaupt hergezogen bin, habe ich mir schon überlegt, was will ich, und habe dann gesehen, dass es keine E-Sports-Bar gibt in Wien. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein Muss für jede größere Stadt und das muss gehen und das geht sicher. Der Hotspot Respawn bietet neben Drinks und Burgern PC- und Konsolenspielern zahlreiche Möglichkeiten. Gäste können vor Ort an offiziellen Ligen teilnehmen oder gemütlich Livestreams mitverfolgen. Die aktuell beliebtesten Spiele sind League of Legends und Overwatch, aber auch Klassiker wie Mario Kart und FIFA. Was wünscht sich die Community noch für die Szene? Ja, mehr Support eigentlich. Also generell mehr Support in der E-Sport-Szene. Heißt Sponsoren oder Politik vielleicht? Oder? Mehr Events einfach, wo man mehr Leute trifft und halt einfach eine größere Community wäre ganz cool. Fände ich sehr geil, wenn es geben wird. Ich habe erst vor kurzem gelesen, dass unser Sportminister E-Sport quasi offiziell halt als Sport anerkannt hat. Abgesehen jetzt davon der Shooter-Szene, glaube ich. Aber ansonsten, ich glaube, da wird sich einiges tun. Das Potenzial an E-Sports-Bars ist sicher noch nicht ausgeschöpft. Wer Patrick Tondls Weg folgen möchte, hat unter anderem die Möglichkeit, als Franchise-Nehmer des Respawns in die Branche einzusteigen. Während sich unsere Gamer virtuellen Kämpfen stellen, plagen sich viele Leute mit echten Hitzeschlägen. Mit solchen Problemen beschäftigt sich die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Wir haben Hotspot wörtlich genommen und den heißesten Ort der Stadt gesucht. Hitze, Hotspots oder urbane Wärmeinseln sind ein wichtiger Bestandteil der Wiener Stadtklimaforschung. Solche Hitzeinseln treten vor allem in stark bebauten städtischen Gebieten auf und erzeugen bis zu 10 Grad höhere Temperaturen als im Umland. Neben gesundheitlichen Auswirkungen wie Hitzestress beeinflusst das die Menschen auch noch ganz anders.
Also die Hitzebelastung im Grunde genommen selbst schon eine Belastung für den Körper, auch wenn es zum Beispiel gekoppelt ist damit, dass in der Nacht das Luft nicht wirklich abkühlen kann, also dadurch auch das Körper sich nicht erholen kann. Aber auch für jüngere oder ältere Personen ist es auch schwierig, zum Beispiel tagsüber irgendwo im Freien zu sein. Neben Hitze-Hotspots in Wien beschäftigt sich die Stadtklimaforschung auch mit der Entwicklung von Hitzetagen. Das sind Tage mit 30 Grad oder mehr. In den letzten 50 Jahren haben sie sich auf 26 Tage pro Jahr in etwa verdreifacht. Und diese Entwicklung dürfte sich auch noch fortsetzen. Wir haben auch mit unserem Stadtklimamodell Simulationen schon durchgeführt, mit unterschiedlichen Szenarien berücksichtigt. Und sie zeigen schon eine Verdoppelung von zum Beispiel Sommertagen auch bis zu Ende des 21. Jahrhunderts. Die Erkenntnisse der Stadtklimaforschung haben dadurch einen großen Einfluss auf die Wiener Stadtplanung. Um die Entstehung von Hitze-Hotspots zu erforschen, gibt es das EU-Projekt Urban Heat Islands. Ziel ist es unter anderem, die städtische Überhitzung zu vermeiden. In Wien gibt es schon eine Urban Heat Island Strategie, die als Basis Klimainformation hat und untersucht verschiedene Wege, wie man den Hitzeinsel abschwächen kann. Da sind verschiedene Maßnahmen von Begrünung, von Wasserflächen oder Installationen, die Hitzestress mindern können. Die höchsten Temperaturen in Wien misst übrigens die Messstation Innere Stadt. Sie befindet sich in der Nähe des Karlsplatzes. Nicht nur bei Klimaforschern ist Hitze ein Thema. Geschwitzt wird an vielen Orten in der Stadt. Wo es bei den Wienern besonders heiß hergeht, erfahrt ihr jetzt. Wir befinden uns heute in einem der beliebtesten Hotspots in Wien, dem Museumsquartier. Wir wollen allerdings die intimen, die sexuellen Hotspots der Wiener und Wienerinnen erkunden. Lasst es uns herausfinden. 52% der Männer hatten schon Sex in der Natur und 64% der Frauen. Das gaben Mitglieder der Datingseite Parship in einer Online-Umfrage bekannt. Teilen die Wiener diese Vorliebe? Welche ausgefallenen Hotspots gibt es bei uns? Bei so einem Sommerfest. Hey, da hatte ich auch mal Sex. Es ist nicht der ausgefallenste, aber sicher most awkward Sex war auf meinem Balkon, der im Innenhof ist und wo alle anderen Häuser wirklich höher sind. Scheinbar zieht es auch hier die Pärchen aus den Wohnungen in die frische Luft. Welche Orte bieten sich sonst noch gut an? Bei mir war es in der Steiermark in einer Apfelbauplantage. Am Rasen im Rapidstadion. Das ist geil. Das ist geil. Mit Zuschauern oder ohne? Natürlich das ganze Stadion voll. Und das Team auch. Einige fühlen sich selbst von neugierigen Zuschauern nicht bedroht. Gerade die Gefahr, erwischt zu werden, macht Sex in der Öffentlichkeit so beliebt. Und trotzdem bevorzugt der Umfrage nach die Mehrheit die eigenen vier Wände. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten. Im Auto, im Flugzeug, im Kino und sonst. Unter Wasser. Ich stelle mir irgendwie so auf einer Achterbahn oder so vor. Vielleicht irgendwo einsamer Strand oder sowas. Das wäre jetzt auch meine Variante gewesen. Weil ich würde wohl gerne in so richtig fette Bonzenwohnungen gehen, die man so tut, als würde man sich's anschauen und dann dort mal kurz mal was besprechen geht. Tatsächlich erwischen lassen sollte man sich besser nicht. Nach dem Strafgesetzbuch gelten öffentliche geschlechtliche Handlungen nämlich als Erregung öffentlichen Ärgernisses. Dabei drohen neben Geldstrafen bis zu 6 Monate Haft. Eine Sexfantasie, die mit Vorsicht zu genießen ist. Jetzt haben wir einiges herausgefunden. Schön zu sehen, dass so viele Wiener und Wienerinnen bereit sind, offen über ihre Sexualität zu sprechen. Vielleicht hat euch die eine oder andere Geschichte inspiriert. Bevor ihr eure Fantasien jetzt freien Lauf lasst, machen wir Schluss und sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.